Heute geht's weiter mit dem nächsten Part des Schritt-für-Schritt-Guides. Wir schreiten ganz stark voran. Wir sind jetzt mittlerweile bei Part Nummer 7. Und ja, ich sag's jetzt jedes Video im April, das müsst ihr jetzt mal aushalten. Und zwar, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wir zielen auf 4000 Abonnenten. Dann lasst doch jetzt gerne mal ein Abo da, dass wir bis zum Ende des Monats die 4000 Abos geknackt haben. Ich nehme das Video direkt nach Teil 6 aus. Deshalb ist der Abonnentenstand immer noch der gleiche mit etwas über 3500. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Heute erreichen wir Investoren. Und ja, lasst uns loslegen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank DAX. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier beim Schritt für Schritt Let's Guide. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und in der letzten Folge haben wir uns ja die Handwerker geholt im Crown Falls. Das heißt, geldtechnisch sind wir ja sowieso schon relativ gut aufgestellt, aber jetzt auf jeden Fall noch besser. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass wir direkt mal Crown Falls vorbereiten für entsprechend Investoren. Das heißt, wir brauchen Brillen, das heißt, wir brauchen Glühbirnen und das heißt, wir benötigen Kaffee. Und das Schöne ist, dass wir ja in der alten Welt schon eine Insel haben mit relativ viel Ingenieursarbeitskraft. Wir können jetzt die Produktion hier mit draufstellen oder wir können die Produktion auch alternativ auf eine andere Insel auslagern. Das Schöne ist, ich habe hier oben noch ein bisschen Platz und das heißt, wir werden die Produktion jetzt hier oben auch dann entsprechend platzieren. Ja, einfach weil wir es da besser nutzen können. Beziehungsweise wir gucken gerade mal, wie viele Dampfmaschinen wir haben. Das reicht mir erstmal. Das heißt, wir können erstmal die beiden Dampfmaschinenfabriken hier wegnehmen. Und wir produzieren ja 2 Tonnen Messing pro Minute. Den Messing werden wir jetzt erstmal nutzen, um Brillen zu produzieren. Das heißt, wir stellen jetzt hier erstmal 2 Brillenfabriken hin. Es gibt später auch Items, wo ihr dann für Brillen statt Messing einfach Holz nehmen könnt. Das ist dann natürlich noch viel praktischer, aber da kommen wir später zu. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir erstmal, natürlich das Spiel auf schnell stellen, dass wir uns jetzt erstmal das Lager füllen mit Brillen und auch entsprechend mit Glühbirnen. Glühbirnen sind relativ einfach zu produzieren, das ist kein großes Ding. Wir müssen einfach die Kohle verarbeiten zu Glühfäden. Das heißt, ich baue hier jetzt auch nochmal eine Glühfadenfabrik hin. Warum baue ich das Ganze hier unten hin? Hat den Grund, dass hier unten entsprechend ein Kraftwerk steht und wir das Ganze mit Strom machen können. Das heißt, wir können einfach ein bisschen schneller produzieren und das sollte man dann auf jeden Fall auch nutzen. Glastechnisch benötigen wir natürlich auch noch was. Ich erweitere hier oben einfach ein bisschen die Produktion. Das heißt, ich baue hier einfach noch 2 Quarzgruben hin. Und da wir eh aktuell noch nicht unsere Glashütten bzw. so Fenstermacher voll auslasten, ist das theoretisch kein Problem. Das heißt, wir können jetzt auch mal, ich baue das mal woanders hin, wo wir ein bisschen Platz haben. Der Holzfäller kann mal weg. Ich baue hier nochmal 2 hin. Und wir können mal, das haben wir vorher noch vergessen, mal unsere ganzen Fensterfabriken anmachen. Dann produzieren wir auch schneller Fenster. Das heißt, wir haben dann hier auch unsere Glasproduktion. Und hier kommt dann wirklich auch ganz stumpf einfach erstmal die Glühbirnenproduktion dran. Beziehungsweise hiervon brauchen wir nur 1, weil das ja an Strom angeschlossen ist. Und dann 1, 2 davon. Und dann sollte das Ganze auch gleich laufen. Ja, das sind genau die gleichen Verhältnisse. Das eine Minute, das 30 Sekunden. Also 1, 2, 2. Und damit generieren wir jetzt erstmal Waren, die wir dann rüberschiffen. Ich mache das aus dem Grund, weil ich als allererstes mal den Palast freischalten will. Und generell ein paar Investoren kriegen will, damit wir dann bilanztechnisch ganz gut aufgestellt sind. Wenn ihr eine Speicherstadt habt, importiert den Spaß. Ne? Macht euch da keinen Stress, importiert den Spaß und dann ist gut. So, dann braucht ihr euch da keine Gedanken machen, dann läuft das. Wir haben in letzter Folge schon die Kohlemine gebaut, die Eisenminen gebaut und die Kohleminen gebaut. Jetzt ist nur wichtig, dass wir erstmal noch Eisen produzieren, entsprechend für unsere Nähmaschinen. Das heißt, wir bauen hier einfach erstmal, wo es jetzt gerade passt. Hier passt es nirgendwo. Wir wollten die ja eh alle hier unten hinstellen. Bauen wir einfach nochmal 2 Hochöfen rein. Wenn der jetzt hier leider nicht dann in der Handelskammer steht, dann kommt der hier unten hin. Lagerhaus dazu. Und dann läuft das Ganze. Dann kriegen wir nämlich schon mal unsere Nähmaschinen zusammen, dass das versorgt ist. Das kann auch erstmal laufen. Aus irgendeinem Grund läuft die Wurstproduktion nicht. Produziere ich zu wenig Wurst? Oh ja, wir verbrauchen 11 Tonnen. Gut, der Verbrauch ist aus dem Grund so hoch, weil ich vergessen habe, die Zeitung zu lektorieren. Da dürfen wir uns jetzt nicht groß von verwundern lassen. Der geht natürlich gleich wieder runter. Übrigens, ups, Prost, für die von euch, die sich auch gerade eine Spezi gegönnt haben. Und ansonsten können wir jetzt halt schon mal, gut, jetzt fehlen halt Waren entsprechend, weil wir halt einfach
ne, unsere Zeitung nicht so hoch nicht gezogen haben und weil wir auch sehr wenig Schiffereien mittlerweile nutzen, um alles hier zu versorgen tatsächlich. Das heißt, ja, wir sind einfach mal so frei, kopieren das Ganze hier einmal komplett. Wie gesagt, bei solchen Produktionen Overkill gar kein Problem, ne? Die sind nicht teuer, die kosten nicht viel Arbeitskraft. Da kann man das auch schon mal ein bisschen übertreiben. Das ist dann nicht weiter tragisch. Das funktioniert dann trotzdem ohne Probleme, ganz normal. Und dann holen wir uns auch wieder unsere Bewohner. Ansonsten, Envesa steht ja immer noch für uns an, beziehungsweise ist immer noch wichtig für uns. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal weiter auf Leute. Und wir müssen jetzt im Prinzip einfach erstmal den Aufgaben von Kitema folgen. Das heißt, ich baue immer am Anfang einfach hier, ich baue das gar nicht so krass fancy irgendwie. Beziehungsweise, ja doch, wir bauen das einfach so. Ihr seht immer so leicht grün leuchtend, welchen Bereich ihr damit bewässern müsstet. Und jetzt einfach Lagerhaus hin. Lagerhäuser versuche ich natürlich immer auf nicht bewässertem Boden zu bauen. Und dann können wir hier bei Verbrauchsgütern Flachsfarm, stellen wir einfach mal zwei rein. So, schließen das Ganze an. Und dann bauen wir hier entsprechend Flachs an. Ich mache immer erstmal das Ding hier voll, dass wir da eine gleiche Ausgangssituation haben. Dann können wir hier nochmal hoch. Wie genau ihr das macht, ist dann egal. Ihr braucht theoretisch auch nicht zwei davon bauen. Ich mache es aber, weil wir genau eine Leinenweberei dann entsprechend dazu bauen können. Das heißt, wir versorgen dann unsere Bewohner mit Gewändern. Und ja, das Podium kann man jetzt theoretisch einfach hier außen irgendwie dran klatschen. Ich kann aber auch einfach... Nee, ihr könnt hier halt auch einfach... Nehmt ein paar Häuser weg. Und dann ist gut. Zack, bumm, Podium rein. Ist vollkommen egal. Dann macht ihr euch nichts mit kaputt, wenn ihr da jetzt kurz mal ein Podium reinstellt. Und wir haben mal wieder Probleme, weil wir keine Polizeistation haben. Gar kein Problem. Da kenne ich keine Gnade. Das wird niedergeknüppelt. Für die Leute aus dem Stream, die kennen das schon. Solche Aufstände schlage ich immer einfach absolut gewaltsam nieder. Das ist mir total egal. Da ziehe ich auch nicht zurück. Da hauen wir drauf und dann ist gut. Das ist mir dann in dem Fall komplett egal. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen mal checken, okay, wie viel Kaffee verbrauchen wir? 3 Tonnen. Wichtig, das Ganze sinkt ja noch, sodass wir circa 2 Tonnen verbrauchen. Und dann können wir mal checken, wie viel produzieren wir? 6 Tonnen. Das ist schon mal sehr gut. Wir können theoretisch auch noch ein bisschen mehr machen. Wir werden auch noch ein bisschen mehr machen. Wir kriegen hier wahrscheinlich, ja, hier kriegen wir perfekt 2 Farmen noch rein, die auch beide in der Handelskammer stehen. Die wollten wir ja später auch noch nutzen. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal erweitern. Zack, zack. Und jetzt können wir nochmal eine neue Kaffeerösterei aufbauen. Und jetzt produzieren wir hier 8 Tonnen Kaffee. Ich habe die ja vorher schon mal so in der Blaupause gebaut. Was wir jetzt machen ist, wir richten auch hier eine Route ein, sodass wir mal eine Insel finden und wir schiffen schon mal Kaffee darüber. Kaffee wird relativ viel getrunken von Ingenieuren und Investoren. Ich nehme dafür ein Frachtschiff. Übrigens drückt nicht Escape. Jetzt ganz wichtig, wir müssen dran denken, lektorieren. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme 2 Verbrauchssenkungen und 1 Geld und wir nehmen jetzt hier eine automatische Veröffentlichung, damit wir das nicht mehr vergessen. Und dann veröffentlichen wir den Krimskrams. Jetzt haben wir auch keine Probleme mehr mit dem Verbrauch. Das heißt, wir sind jetzt wirklich, ne, wir haben den Verbrauch mehr als halbiert. Warum mehr als halbiert? Wir kriegen darüber, dass wir die Zeitung voll ausrüsten, also voll nutzen, mit viel Einfluss kriegen wir noch einen Bonus auf die Effizienz. Auch sonst hier wieder, ne, das übliche paar Depots. Wir müssen ja mindestens so viel Waren lagern, dass wir so ein Frachtschiff auch komplett vollladen, weil das fährt relativ lange und dann sollte das Schiff auch möglichst voll sein. Und jetzt haben wir hier auch keine Probleme mehr, dass der Verbrauch nicht stimmt. Also jetzt passt wieder alles. Jetzt produzieren wir auch wieder viel zu viel Arbeitskleidung. Das heißt, theoretisch können wir den ganzen Krimskrams hier auch wieder wegnehmen.
ne, das kann schon alles wieder weg. Zack. Und gut ist. Und ja, wir haben jetzt schon Fleischkonserven, wir haben jetzt schon Pelzmäntel und auch alles weitere wird quasi schon produziert. Das heißt, auch Brillen und Glühbirnen werden schon produziert. Ich baue nochmal zwei neue Frachtschiffe, damit wir die entsprechend nutzen können. Und ich schiffe jetzt einfach erstmal ganz stumpf. Machen wir erstmal noch ein Frachtschiff rein. Ach, die sind gerade schon da. Unpraktisch. Hier sind ja übrigens unsere Lieferungen, die wir ja gebracht haben, damit wir schon mal aufsteigen lassen können. Wie gesagt, habt ihr eine Speicherstadt, importiert den ganzen Kram einfach. Ansonsten können wir das aber halt auch jetzt erstmal hier abseits produzieren. Und was ich jetzt mache, ist, ich lade 150 Tonnen Glühbirnen und 150 Tonnen Brillen ein. Lade das Ganze wieder aus und schicke das erstmal rüber. So, und jetzt läuft das Ganze. Ich habe das Ganze als Handelsroute erstmal deshalb gemacht, damit ihr euch da nicht drum kümmern müsst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach erstmal manuell ein Schiff dahin schicken, dann zurückschicken. Aber für mich ist es ganz angenehm, wenn wir das Ganze quasi manuell machen, nicht manuell machen, sondern per Route machen, weil wir dann ja nicht dran denken müssen und dann können wir es auch nicht vergessen. Das passiert nämlich mir ganz gerne. Man schickt ein Schiff irgendwo hin und ja, dann ist es halt da, ne? Und dann vergisst man irgendwie so ein bisschen, dass man sich da ja eigentlich auch noch drum kümmern wollte. Ach, übrigens, also unsere Messinghütte produziert nicht schnell genug für beide Brillenfabriken. Was man jetzt machen kann, wenn man ganz smart ist, man stellt das hier runter. Dann hat man zwei, die genau in einer Minute fertigen und eine in 30 Sekunden. Dann passt das Ganze und dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Beliebtheit bei euren Ingenieuren, die uns sowieso nicht ganz so gerne mögen. Aber gut, da müssen sie durch. Und jetzt ist halt quasi kurz warten angesagt, was wir machen können. Wir können uns noch mehr Handwerker holen. Das Haus können wir nicht zu Handwerkern machen. Und mehr Arbeiter, das heißt die Bauern dann auch entsprechend zu Arbeitern. Ne, jetzt fehlt uns wieder Holz, also Bretter. Aber wir haben ja hier eine krasse Produktion. Also wir produzieren ja hier 48 Tonnen Bretter pro Minute. Das ist für den Anfang sehr, sehr gut. Und damit können wir uns dann auch entsprechend erstmal einiges an Häusern holen. Hier ist wieder ein Aufstand. Ist ja kein Problem. Bauen wir halt ein paar Polizeiwachen und ihr seht schon, also das geht relativ schnell. Ne? Das ist relativ zügig niedergeschlagen, weil die Polizeistationen einfach viel, viel schneller draufhauen auf die Aufstände und die wegmachen, als sie da in irgendeiner Form, ja, als die in irgendeiner Form da irgendwie ankommen und euch stressen. Von daher alles easy. Ihr könntet natürlich auch den kooperativen Weg gehen und vielleicht sowas bauen mal wie ein Varieté oder so. Dann steigen die euch auch im Zweifel nicht so schnell aufs Dach. Aber das ist euch überlassen, wie gesagt, ob ihr knüppeln wollt oder ob ihr die Aufstände in Gänze vermeiden wollt. Ja, da hat jeder so seine eigenen Präferenzen. Man kann natürlich auch einfach beides machen. Also quasi nett sein und wenn sie dann mal streiken, dann haut man den halt auf den Deckel. Ja, und sonst, wie gesagt, holt euch die Leute. Wir können jetzt schon mal... Ach, hier habe ich das zugebaut, ich Dulli. Aber das ist ja kein Problem, weil wir ja Gott sei Dank mit Verschieben spielen. Hier können wir dann das und das machen. Und dann können wir da die Schienen durchführen. So, so, so. Und hier passen, kommen jetzt die Schienen durch. Sieht ein bisschen unschön aus, aber das funktioniert. Ach, beziehungsweise wir wollten die Schienen eh außen rum führen. Sonst kriegen wir eh gleich Probleme. Dann ist egal. Das ist übrigens auch so ein Problem bei mir in Anno. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Man baut was, dann kommt was anderes dazwischen. Dann kümmert man sich erstmal darum und dann hat man vergessen, was man machen wollte. So geht es mir zumindest. Übrigens kann der Zug hier super schön einfach am Rand lang fahren. Das stört den überhaupt nicht und der wird dadurch auch nicht langsamer, komischerweise. Aber, ja gut, ist halt so, beschwere ich mich nicht drüber. Und dann legen wir hier oben erstmal unsere Schienen hin. Zack, denn wir brauchen natürlich auch Öl für unsere Kraftwerke. Und dementsprechend holen wir uns das jetzt erstmal. Faustregel ist,
bei einer Ölraffinerie. Eine Ölraffinerie mit 3 Türmen versorgt ein Kraftwerk, wenn sie ungepusht ist. Wir werden sie natürlich noch pushen, aber erstmal für den Anfang eine Ölraffinerie. Erstmal einfach anschließen. Die 2 weiteren Türme nehme ich für eine weitere Ölraffinerie. Warum ist das Ganze so? Ist relativ simpel. Der Weg von der Ölraffinerie da oben zu meinem Ölhafen, wo ist der überhaupt? Habe ich noch gar nicht. Stark. Ist relativ weit. Und dementsprechend ist der Zug sehr lange unterwegs. Und was das macht, ist, dass also es führt dazu, oh krass, Glühbirnen waren schon das erstmal hier. Es führt dazu, dass ihr sehr lange Ladezeiten, also sehr lange Fahrzeiten habt, bis das wieder genutzt wird, also bis das Öl wieder abgeholt wird hier oben. Und dementsprechend läuft das Lager sehr, sehr schnell voll. Denn wir haben nur 200 internes Lager. Deshalb, wenn ihr nur eine Ölraffinerie baut und die pusht bis zum geht nicht mehr, einfach volle Kanne gib ihm, dann kriegt ihr da ganz schnell Probleme, dass immer wieder das, die Ölraffinerie voll läuft und dann habt ihr halt auch am Ende nichts gewonnen. So, dann habt ihr zwar eine total toll hohe Produktion, aber gewinnen tut ihr dadurch nichts, denn die Produktion steht dann einfach die Hälfte der Zeit leer. Und damit ist ja dann irgendwie auch keinem geholfen. Hier könnt ihr theoretisch die Rezeptarchivarin, könnt ihr statt Rindfleisch Schweine benutzen für Gulasch, aber das ist uns ziemlich egal. Was ganz cool ist, ist die Kostümbildnerin, denn dann braucht ihr statt Baumwollstoff nur Wolle für eure Pelzmäntel. Also das auch definitiv ein interessantes Item, was man ja, sich durchaus mal überlegen kann mitzunehmen. Lasst die Finger, tut euch selbst den Gefallen, von allen Items, die in irgendeiner Form die Anzahl der Module erhöhen. Hugo hat Anteile von der Dings gekauft, ist uns aber relativ egal. Sowas könnt ihr immer mit reinnehmen, ne? Also sowas, solche Items könnt ihr immer kaufen, so ein Geschäftsmann. 10 Speed, minus 60% Frachtverlangsamung. Mit solchen Items macht ihr am Anfang nichts falsch. So eine Viehbäuerin auch, aber eigentlich steckt ihr nicht so viel Arbeitskraft entsprechend in Tierhöfe zum Beispiel, dass das eigentlich kein Problem sein soll. Der führende Elektroingenieur zum Beispiel ist so ein Item, das könnt ihr super nutzen, um an euren Kraftwerken den Ölverbrauch um ein Drittel zu senken, weil ihr zum Beispiel, weil ihr bei jedem dritten Arbeitsschritt des Kraftwerks ein Öl zurückkriegt. Benutze ich jetzt erstmal am Anfang nicht, deshalb überblätter ich den jetzt einfach erstmal ganz getrost, kann man aber wirklich gut nutzen und es ist ja durchaus interessant. Die Tortenkünstlerin ist so ein weiteres Item, dass man tatsächlich ganz gerne mal mitnimmt, aus dem folgenden Grund. Ich lade jetzt übrigens alles einmal aufs Frachtschiff, damit das Frachtschiff genutzt, also damit wir nicht den Clipper nutzen, der ja ultra langsam ist, denn wir können dann unsere Bäckereien ganz schön einfach eine Handelskammer mit erstellen und dann kriegen wir bei jedem dritten Arbeitsschritt, bei jedem fünften Arbeitsschritt eine Tonne Schokolade. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, wenn ihr irgendwie 10 Tonnen Brot produziert, kriegt ihr 2 Tonnen Schokolade, aber haben oder nicht haben, ihr müsst es nicht produzieren, ihr müsst es nicht verschiffen. Kann man am Anfang meiner Meinung nach super mitnehmen. Ihr könnt euch auch mit dem Fleischermeister zum Beispiel über Metzgereien Talg holen für eure Seife. Das geht auch. Nutze ich persönlich nicht. Also ganz frech gesagt, guckt einfach mal so ein bisschen bei Eli Bleakworth durch, was der so hat. Und da gibt es wirklich viele, viele coole Items, die euch weiterhelfen können. Maxime Renard, Unterhalter der Massen, ist ganz lustig, weil der bringt Varieté. Und wenn ihr euch an die Schauspielerin erinnert, die bringt also für alle mit Varieté Fleischkonserven. Also das ist tatsächlich eine coole Item-Kombi. Wenn ihr das Varieté nicht baut, könnt ihr im Prinzip darüber dann das entsprechende Item dann triggern. Also das funktioniert auch ganz gut. Mehr als eins brauchen wir davon jetzt nicht. Auch Melonen beim Schneidergeschäft, ja, nehme ich jetzt auch immer nicht mit. Wie gesagt, es gibt viele gute Sachen. Ob ihr sie dann am Ende alle nutzen wollt, ist so ein bisschen euch überlassen. Hier, der Möbeltischler, der ist tatsächlich ziemlich cool. Denn damit könnt ihr die Arbeitskraft bei euren Fensterfabriken enorm senken. Und wenn wir uns mal die Fensterfabriken angucken, die ziehen mit 100 Handwerksarbeitskraft schon gar nicht so wenig. Das heißt, ich stelle hier zum Beispiel dann einfach mal eine Handelskammer hin, schiebe das alles da rein. Die Holzverleute hat so ein bisschen Pech gehabt, sage ich mal. In der Regel hat man eh genug Holz, weil das Lager mit Brettern irgendwann vollläuft. Schiebt das alles hier rein und liefert das Item jetzt mal hier unten ab und damit kriegen wir halt ordentlich Handwerksarbeitskraft wieder. Also das werde ich auf jeden Fall nutzen. Tut euch nur selbst den Gefallen, blättert nicht zu schnell, denn das Angebot erneuern hier unten wird immer teurer und wenn ihr eine Zeit lang nicht blättert, dann setzt sich das wieder auf 5000 zurück. Deshalb höre ich jetzt auch genau hier auf. Ihr könnt
ja, sowas wie Susanna, die Dampfingenieurin. Wenn ihr Dampfwagen herstellen wollt, könnt ihr euch kaufen, aber in der Regel, ja, nehmen wir mal mit, ist ganz praktisch. Also kann man schon nutzen, aber in der Regel kriegt man die Dampfwagen auch ganz gut so. Ich liefere nochmal ganz kurz hier unten im Prinzip den hier ab und den Rest bringen wir dann einmal rüber in unser wunderschönes Kap Trelawney auf die Insel Crown Falls. Ich habe es schon wieder durcheinander gebracht. Das Kraftwerk könnt ihr tatsächlich auch schon ohne Ingenieure ausbauen, da ihr, ja, also da wir mittlerweile, dadurch, dass wir so viel gebaut haben, 100 extra Arbeitskraft haben, ist es tatsächlich nicht schlimm, dass das Kraftwerk 150 braucht und 50 Arbeitskraft zu wenig hat. Das heißt, wenn wir es jetzt mal ausbauen, haben wir minus 50 Arbeitskraft. Die Kraftwerke laufen aber trotzdem. Das ist, also wenn, solange sie mindestens 50% ihrer Arbeitskraft haben, laufen die weiter. Das ist, damit nicht die ganze Wirtschaft so direkt zusammenbricht. Aber ich nutze es jetzt erstmal nicht, weil ich es einfach noch gar nicht brauche. Mein Ölhafen steht eh erst jetzt. Und die brauchen ja noch gar keinen Strom. Also warum sollte ich auch... Warum sollte ich Strom bauen? Dann kann man das Öl auch gleich erstmal sammeln. Tut ja nicht weh. Die Ölraffinerie sollte man anbinden. Das ist auch sehr schön. Super. Und jetzt müssten wir mittlerweile auch Kaffee hier haben. Ja, jetzt haben wir Kaffee. Wir haben Brillen. Wir haben Glühbirnen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Was wir jetzt machen ist, wir machen das mal an. Dass es läuft. Und wir geben jetzt auch, sobald das Kraftwerk läuft, also ich warte wirklich, bis hier am Kraftwerk der erste Zug ankommt und Öl liefert. Das wird der hier sein. So lange warte ich und dann gebe ich das frei. Beziehungsweise wir können auch, sobald der zurückfährt, das starten, denn die Leute müssen ja auch erstmal einziehen. Und dann gehen wir jetzt direkt auf Investoren durch, um erstmal sowas wie zum Beispiel den Palast freizuschalten. Wir haben ein bisschen wenig Fenster aktuell. Das heißt, wir schicken erstmal noch ein Schiff zurück. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Und holen nochmal ein paar Fenster. Wir können im gleichen Zug aber auch nochmal ein paar Quarzgruben hier hinten bauen. So 4 Stück. Zack, 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 zack. Gleich entsprechend mal die Baumaterialproduktion dazu. Genug Handwerker haben wir ja. Ich baue das alles relativ kompakt hier. Und ja, wir bauen erstmal jetzt die Holzfällerhütten. Ja, komm, die stellen wir einfach dazu. Ist egal. Die stellen wir einfach dazu und dann bauen wir hiervon, wir haben davon 4, das heißt, wir bauen davon 8 Stück. Da wir hier so viele Arbeitskräfte haben, verzichte ich auch hier komplett auf das Item, das uns die Arbeitskräfte reduziert. Das ist mir jetzt vollkommen egal erstmal. Das lassen wir erstmal einfach so laufen. Uns fehlt jetzt sowieso ein bisschen Baumaterial, ein bisschen Ziegelsteine. Aber das ist egal. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal das Kraftwerk laufen und wir warten jetzt im Prinzip, damit wir wirklich direkt durchgehen können, auf genug Baumaterialien. Können die auch jetzt nochmal aus der anderen Welt zum Beispiel holen. Ihr könnt dafür auch eine Route einrichten. Aber dass wir dann wirklich direkt die einmal durchballern auf Investoren und uns dann den Palast und alles halt, was drumherum noch so dazugehört, freischalten. Ein paar Investoren hier stehen haben. Und dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen in Ruhe bauen können. Wir liefern einmal den guten Möbeltischler hier ab. Und was wir halt ganz viel brauchen, ist Stein und Ziegelsteine. Immer mehr Fenster produzieren wir ja jetzt selber, deshalb nur eine Tonne. Und ein bisschen Stahlbeton und schicken das Ganze einmal nach Crown Falls. Und sockeln hier einmal eben unseren guten Möbeltischler. Da die jetzt 30% schneller laufen, dürften wir zu wenig Glas haben. Yep. Und können dann hier einfach mal 2 davon rausnehmen. Gucken, wie es läuft. Immer noch zu viel. Wartet mal, wie sieht denn das Quarz? Wird alles Quarz verbraucht? Ja. Ja, das ist, weil wir relativ viele Glühbirnen auch produzieren. Das heißt, wir holen uns hier nochmal... Ja, ich scroll manchmal ein bisschen schnell durch die Gegend. Das ist mir auch bewusst. Ich versuche das so ein bisschen zu minimieren, aber... Ja. Manchmal geht es mit mir durch. So. Dann können wir hier noch 2 davon bauen. So, jetzt sollte das Ganze passen. Und ihr seht, wir haben mal kurz 400 Arbeitskräfte freigeschaltet und die Produktion gleich behalten. Also, das läuft. Sehr, sehr cool. Ansonsten, hier müsste noch ein Schiff angekommen sein, das ein bisschen Baumaterial laden soll.
Ist vollkommen egal, dass das jetzt hier leer läuft. Können nochmal eine Tonne Fenster, eine Tonne da. Ne, wir nehmen nochmal Stahlbeton und eine Tonne Fenster mit. Und das schicken wir jetzt auch noch ins Cup. Zack. Wir sehen aber auch, ne, die Produktion von Baumaterial läuft schon noch. Es ist ein bisschen... Ja, gerade die Ziegelsteine hinken doch etwas hinterher, leider. Weil man die halt auch für alles braucht. Aber gut, da kommt man nicht drum rum. Das ist halt auch der Grund, warum wir zum Beispiel unsere Lagerhäuser erstmal nicht ausbauen, sondern erstmal genau da lassen, wo sie sind. Um halt entsprechend den Ziegelsteinbestand nicht noch weiter zu dezimieren. Gehen in der Zwischenzeit mal wieder auf Arbeiter. Holz füllt sich ja Gott sei Dank schnell genug. Und während wir warten, nutzen wir natürlich die Zeit. Das sind nur Leinen. Verdammt. Hätte man natürlich noch weiterverarbeiten können. Bauen wir nochmal schnell zwei Gewandwebereien hier. Auch das alles am Anfang eher provisorisch. Ne? Zack. Und wir bauen jetzt halt in der Zeit immer in Besa schön weiter auf. Was man halt so macht. Wir müssen als nächstes, wir müssen noch Trockenfleisch liefern. Dafür brauchen wir Salinen. Die holen Salz aus dem Meer. Irgendwie logisch. Ja, komm, mach, was du willst, Prinzessin. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns halt um so ein bisschen allen anderen Kram. Denn wir müssen später noch auf jeden Fall zu den Ältesten progressen. Und von daher ist das so eine ganz gute Gelegenheit, schon mal so ein bisschen vorzugreifen, dass man die ganze Produktion aufbaut. Ihr seht, das Feld ist jetzt genau 50-50 drauf. Das heißt, es zählt als bewässert. Einziges Problem natürlich, ich, Dulli, habe die Farm da hinten nicht angeschlossen. Aber wir können das Ganze herausschieben, das ist ja gar kein Problem, denn... Das ist gar kein Problem, denn wir haben ja unsere Felder hier auf mehr als 50% grünem Gras. Von daher funktioniert das Ganze auch. Wir müssen eine Feuerwache bauen. Auch das, ne, die stellen wir einfach ran. Zack. Kanal und gib ihm. Jetzt müssen wir ein Kontor in der alten Welt fotografieren. Zeitung, wie ihr seht, ist jetzt automatisch so, veröffentlicht sich von alleine. Wir müssen jetzt einfach, also wirklich so ein Foto vom Kontor. Die Aufgaben sind halt wirklich easy und müssen halt einfach, ja, ich sag mal ganz stumpf, man muss es halt machen. Da ist jetzt nichts bei, was euch jetzt in irgendeiner Form massiv weiterbringt oder was euch irgendwie massiv fordert. Aber es muss halt gemacht werden quasi. Ich nehme jetzt hier, beziehungsweise wir können hier glaube ich sogar Platz schaffen. Na, nicht ganz, leider. Ich nehme hier einfach ein Lagerhaus raus. Stell meine Handelskammer da rein. Ich habe gerade mal geguckt. Man kann theoretisch, wenn man die rausnimmt, kann man das Lagerhaus da hinsetzen. Ist nicht 100% hübsch, aber gut. Lassen wir so und gut ist. Und hier können wir jetzt entsprechend die Tortenkünstlerin reinpacken. Wir haben dann doch effizientere Bäcker. Das heißt, wir verbrauchen mehr Mehl, als wir produzieren. Und ihr könnt jetzt halt einfach theoretisch nochmal so eine Torten, so ein Ding hier rausnehmen. Was wir auch machen können, ist, dass wir einfach noch eine Mühle reinsetzen. Und halt entsprechend gucken, dass wir vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle, Getreide produzieren. Zum Beispiel nutzen wir jetzt einfach hier den Bereich. Wenn wir das dahin bauen. Kein Haus. Dann können wir tatsächlich auch noch hier ein bisschen... Na, hier ist jetzt Feierabend. Dann machen wir das anders. Und zwar so. So, stellen das dahin. Schließen das an und dann haben wir hier noch genug Platz für mehr Felder. Sehr schön. Jetzt dürfte ich eine Tonne Getreide zu wenig produzieren. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das balanced sich in der Regel aus. Ihr könnt natürlich auch theoretisch hier irgendwie noch mehr hier hinten noch einfach eine Getreidefarm hinstellen. Zack. So, und jetzt haben wir genug Getreide, jetzt haben wir genug Mehl. Und jetzt läuft das Ganze. Und dadurch, dass wir halt Brot produzieren, 10 Tonnen, generieren wir 2 Tonnen Schokolade. Und das werden unsere Investoren uns gleich danken. Da könnt ihr euch sicher sein. So, zack.
Lagerhaus steht und jetzt geben wir die Waren frei. Wichtig ist, dass wir nicht, am besten nicht alle Häuser sofort aufsteigen lassen, weil sonst ist unser Baumaterial direkt weg und wir wollen ja die Ingenieure direkt erstmal, zumindest, also nicht alle, wir brauchen ein bisschen Arbeitskraft, aber wir wollen auf jeden Fall erstmal zu den Investoren, denn die zahlen Mad Cash. Also da kriegt ihr wirklich, da kriegt ihr wirklich richtig Knatze. Und ja, das ist gut. Das heißt, unser Ziel jetzt ist, uns noch Investoren zu holen, diese Folge. So schnell geht es dann tatsächlich. In der Zwischenzeit. Was ist das? Klickt an, was ihr wollt. Ne, worauf ihr halt Bock habt. Eigentlich juckt das nicht. So. Baut da euren Krimskrams und ja, und gut ist, ne? Ja, wer will. Boah, war das laut. Denkt dran, dass diese Waffenstillstände immer zu verlängern. Es ist ätzend, aber nice. Die Assis haben mein Schiff versenkt. Ja, sogar mein Flaggschiff. Haha, ups. Ja, kein Thema, drückt da irgendwas in die Hand. Übrigens, wenn euer Flaggschiff kaputt geht, könnt ihr euch ein neues kaufen, ne? Müsste man sich zumindest kaufen können. Wenn man mit dem Schiff dahin fährt. Ach, da ist es doch. Ja, das reicht an Kaffee, auch wenn das Schiff nicht vollgeladen wird. So. Ja, denkt dran, euch entsprechend Waffenstillstände zu kaufen. Oder natürlich, was auch geht, die Piraten wegzuknallen. Das funktioniert natürlich auch. Bin ich am Anfang aber kein Freund von. Ist mir ein bisschen zu stressig. Ich kaufe mir das eigentlich einfach. Ihr habt eh keine Geldprobleme. So, zack, wir lassen die aufsteigen. Unsere Ingenieure. Und das Schöne ist, die Ingenieure werden jetzt instant mit allem versorgt, was ihr so braucht. Ein bisschen mehr benötigen wir noch, damit wir alles freischalten. Und jetzt ziehen die Ingenieure ein. Und das Schöne ist, das haben die mal gepatcht, die Ingenieure ziehen mittlerweile auch deutlich schneller ein. Das heißt, ihr müsst nicht mehr ewig warten, bis das Einziehen fertig ist, sondern ja, ihr lasst die einmal einziehen und dann ist gut. Übrigens, ne, wie gesagt, habt ihr eine Speicherstadt, baut die, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, baut die an die gleiche Küste wie auch euer Kontor. Ich habe die hierhin gebaut in meinem letzten Spielstand. Und hier stand mein Kontor. Das war ziemlich dämlich. Ich schließe die auch direkt an die Straße an. Ihr benötigt das eigentlich für so gut wie gar nichts, außer für eure Touris, meine ich, ist das. Aber für unseren Palast brauchen wir das. Ansonsten könnt ihr hier, falls ihr die Speicherstadt nicht kennt, ich habe ein Video dazu gemacht, ich verlinke euch das mal oben in der Infocard, könnt ihr hier jede Menge komische, lustige Sachen bauen, mit denen ihr entsprechend zum Beispiel eure Lagerkapazität steigert oder ähnliches. Ich nehme mal wieder zwei weg, weil die sehr, sehr viel Steine kosten und die Steine benötigen wir. Beziehungsweise ich kann auch noch einen dritten wegnehmen, ich baue die einfach mal in der Blaupause. Weil wir wollen ja jetzt erstmal, unser Main-Fokus sind ja jetzt die Investoren. Das heißt, wir wollen jetzt auch wirklich erstmal ein paar Investörchen bauen. Warum? Geh da dran. So. Ich baue die einfach immer in solchen, ja, in solchen Linien. Wir können auch die Verladegeschwindigkeit steigern. Wir können importieren, exportieren. Und wie gesagt, wenn ihr das Ding nutzt, ich würde euch schon empfehlen, exportiert irgendwas, wovon ihr eh zu viel produziert. Ich produziere zum Beispiel zu viele Nähmaschinen, will auch noch mehr produzieren. Schaltet erstmal den ganzen Krimskrams hier frei. Das heißt, ihr seht ja hier zum Beispiel, für Fleischkonserven müssen wir eine gewisse Menge an Wurst importieren. Wenn hier steht Export-Import, dann sind das die insgesamt aktiven Export-Import-Verträge auf allen Inseln. Das heißt, ihr könnt mehrere Speicherstädte bauen, um das freizuschalten. Aber ich würde euch empfehlen, zum Beispiel importiert Fleischkonserven, importiert Pelzmäntel. Solche Dinge, die einfach ätzend zu produzieren sind, importiert die. Brillen finde ich auch nervig, weil die Messing brauchen. Kaffee braucht man viel, kann man auch importieren. Und was man immer gut exportieren kann, sind halt zum Beispiel Hochräder, beziehungsweise aus der Abfallproduktion der Hochräder kriegen wir später schwere Geschütze und die kann man wirklich richtig gut exportieren. Und jetzt, zack, sind wir auch schon bei Investoren. So schnell ging das Ganze jetzt auch schon. Schokolade haben wir tatsächlich noch gar nicht freigeschaltet, lustigerweise. Zigarren haben wir noch nicht.
Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne erstmal dahin kommen, dass wir Schokolade freischalten für die Investoren. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Baumaterial, um noch ein paar zu bauen. Und jetzt habt ihr auch Ingenieure, das heißt, wir haben auch entsprechende Ingenieursarbeitskraft. Und wir haben, wir sehen es auf Crowdfolds, eine Bilanz von 31.000. Und unsere paar Investoren, wenn wir das mal angucken, wir haben 1.600 Investoren und fast 4.000 Ingenieure, zahlen gefühlt die Hälfte von den Steuern der Ingenieure. Und die sind ja nicht mal groß versorgt. Die Ingenieure sind ja voll versorgt. Die Ingenieure haben eine Varieté, was Geld bringt. Die Investoren haben absolut, absolut gar nichts. Das heißt, vielleicht ist es auch sinnvoll, nur so als kleine Anregung vielleicht mal hier irgendwie zwei Häuser rauszunehmen und das Ganze durch ein Clubhaus zu tauschen. Das ist teuer und das müsst ihr auch euch jetzt nicht direkt holen, aber das bringt euch sau viel Kohle. Und jetzt haben wir Schokolade freigeschaltet. Wir gucken mal, wie viel Schokolade wir verbrauchen. Eine Tonne, das heißt nur mit der Brotproduktion deckt ihr jetzt die Schokoladenproduktion ab. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt müsst ihr eine Sache machen. Nehmt euch ein Schiff, egal welches. Oh, hier ist übrigens noch Baumaterial, sehr cool. Geht aber erstmal in euer Kontor, klickt Brot an, stellt einen Mindestlagerbestand von, keine Ahnung, stellt 100 Tonnen ein. Das heißt, alle Schiffe, die ankommen und irgendwas einladen, lassen diese 100 Tonnen immer stehen. Egal was passiert, die werden immer da bleiben, die werden die nicht mitnehmen. Jetzt richtet ihr eine Route ein von Crown Falls zu irgendeinem NPC-Händler. Am Anfang könnt ihr das noch gut machen. Nehmt schon mal das Schiff hier rein. Am Anfang könnt ihr immer auch gut hier nach der Region suchen, wenn es nicht viele Schiffe sind. Wo ist denn jetzt da oben der Clipper? Packt das Brot rein und verkauft das da. Dadurch leert ihr immer wieder das Lager und stellt sicher, dass die Brotproduktion weiterläuft und dementsprechend ihr immer Schokolade habt. Egal was ist, ihr werdet immer Schokolade haben, weil die Brotproduktion läuft. Und damit könnt ihr eure Investoren versorgen und ihr habt dann Investoren. Ihr kriegt Einfluss über die Investoren. 171 jetzt nur über die paar hier. Ihr kriegt Geld über die Investoren und wir haben den Palast freigeschaltet. Und um den kümmern wir uns nicht mehr jetzt, denn auch diese Folge ist schon wieder 37 Minuten lang. Das ist irgendwie so eine ganz angenehme Länge, finde ich. Jetzt können wir theoretisch das hier erstmal laufen lassen. Wir generieren gut Cash und wir, wenn wir uns jetzt mal Ida Beakworth angucken, haben jetzt viel mehr Items. Und hier ist er tatsächlich auch schon, unser guter Kumpel Dario, den wir eigentlich kaufen wollen. Problem ist nur, wir haben gar kein Schiff hier. Das heißt, ich baue schon mal ein Schiff. So lange machen wir die Folge jetzt noch, damit ich das nicht vergesse bis dahin, wo ich den nächsten baue. Übrigens, es gibt auch noch Johann, den Erfinder. Die sehen gleich aus. Lasst euch nicht täuschen. Wir wollen Dario. Kann mal gucken. Ah, selbst das Schiff ist gerade ziemlich weit weg und wahrscheinlich ist mein Frachtschiff sogar früher fertig. Ansonsten, wartet mal, wir können auch einfach hier kurz eins kaufen. Irgendeins, das schnell ist. Wir haben auch Rückenwind, wir segeln hier kurz hoch. Damit wir das gleich möglichst Dario noch abkriegen und nicht noch nach ihm blättern müssen. Denn wir sehen, wie gesagt, größere Itempool, bessere Items. Und ihr habt halt statt 6 Items 12 und dementsprechend auch beim Blättern eine höhere Chance, gute Items zu bekommen. Deshalb ist es halt sehr, sehr wichtig, zuerst mal zu den Investoren überhaupt zu gelangen, um halt entsprechend das Geld zu generieren. Zwischendrin guckt immer mal, ob ihr schon vielleicht die Fenster zusammen habt. Wir produzieren jetzt hier nicht so viel. 8 Tonnen pro Minute ist jetzt nicht die Welt. Wir werden später im Verlauf uns eine riesige Rohstoffproduktion aufbauen und dann auch entsprechend unsere Rohstoffprobleme so gut wie komplett lösen. Ich kaufe immer nebenbei so ein paar Anteile hier und da. Checkt immer, gerade mit Hugo, checkt eure Inseln, denn der Assi kauft halt wirklich, wo es geht, links und rechts Inselanteile und kauft bei ihm auch ein paar. Übertreibt es nicht, dass er zu sauer auf euch wird. Aber ja, seht ihr, genau das passiert, wenn man zu lange braucht. Wir haben den verloren. Ihr könnt jetzt hier natürlich wieder sowas wie den führenden Elektroingenieur und so kaufen. Aber hier die Schauspielerin kaufen wir übrigens auch. Parfümerin Prunella kann man auch nutzen, wenn ihr noch viel Seife produzieren wollt, dann braucht ihr statt Holz Talg. Aber in der Regel ist das relativ egal. Kauft niemals Alexander Hancock. Die Module, die ihr da mehr braucht, sind es nicht wert, in irgendeiner Form diesen Produktionsbonus zu rechtfertigen. Hier ist Michael der Sternekoch, auch eins der Items, das wir auf jeden Fall brauchen, damit wir Konserven aus Schwein nicht mehr aus Gulasch produzieren können. Und jetzt gucken wir einfach nochmal ganz kurz, ob ich es vielleicht nochmal schaffe,
den Dario zu finden. Hier Johann der Erfinder, ne, ist der Falsche. Wir dürfen nicht zu lange blättern, das Item kostet ja auch noch ein bisschen was. Aber wenn nicht, dann ist das so. Ihr werdet das Item auf jeden Fall mit der Zeit finden und kriegen. Er hier ist übrigens sehr cool, der preisgekrönte Produzent, weil dann könnt ihr Sekt generieren über Getreidefarmen. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und jetzt haben wir tatsächlich auch schon gar keinen Platz mehr im Schiff. Und dann ist das so. Dann müssen wir halt in der nächsten Folge nochmal zusehen, dass wir uns einen Dario holen. Haben auf jeden Fall noch ein paar coole Items geholt. Wie gesagt, Sekt können wir darüber halt auch noch produzieren. Jetzt einfach, indem wir unsere Farm hier noch eine Handelskammer kriegen. Müssen wir mal gucken, wie wir das platztechnisch lösen. Vielleicht hier oben irgendwie drin, dass wir zumindest ein paar Farmen haben, die uns dann nochmal ein bisschen Sekt bringen. Sekt brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Und bringt uns auch wieder mehr Einwohner. Ne, eine Tonne, das kriegen wir locker hin. Aber nein, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Anno. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wir bauen noch das Clubhaus. Und ciao, ciao.